Festlich. Zu festlich und zu bald. Feuer, Kämpfe und alle Männer sind in Met eingelegt. Ach, das geht zu weit. Hemtop könnte brennen, bevor es der Scheiterhaufen tut. Götter, habe ich meinen lieben Jarl enttäuscht? Frieden, Tryggvi. Ich versuche, für Ruhe zu sorgen. Meinst du etwa Hemings berühmte Kampfhelden? Mit mächtigen Krallen! Rette mich vor ihrem Zaun! Danke dir, mächtiger Thor! Du hast mein Leben gerettet! Wenn du wieder nüchtern bist, solltest du dich von Hähnen fernhalten. Was ist dieser Fusel, von dem du sprichst? Ein unbezahlbares Geschenk eines Jahres würdig. Beeil dich aber, er fängt Feuer. Hilfe! Feuer! Rettet meinen Fusel, er brennt! Wenn dies dein Fusel ist, dann konnte ich ihn vor den Flammenzungen retten. Du stelltest dich so zitze, ja? Ein mächtiger Trunk. Er kommt aus dem Gardarigi. Tauche dein Horn hinein und koste. Ein kleiner Schluck hat noch niemanden geschadet. Vorsicht, der Fusel pirscht sich blitzschnell an dich heran. Schönen, leite mich. Sie werden ihn töten. Komm raus, du! Was soll dieser Wahnsinn? Du wagst es, unseren geliebten Heming mit deinem Dreck zu waschen! Hast du meine Frage nicht gehört? Dort drin ist ein Sachse. Der war dumm genug zu versuchen, Heming in den Himmel statt nach Walhall zu schicken. Nun kauert er hinter einer verschlossenen Tür. Ich tat es für seine unsterbliche Seele! Gleich gibt's was für deine unsterbliche Dummheit! Beruhigt euch alle. Ich spreche mit ihm und finde heraus, was er wirklich vorhatte. Komm raus, du dummfressende Ratte! Bring diesen Dreckhaufen hier raus! Die Leute sind verärgert. Lass mich! Ich habe nichts Falsches getan! Du solltest lieber hinausgehen, bevor du gar nicht mehr gehen kannst. Ja, ich gehe.
Ich gehe ja schon. Tu mir bitte nichts. Dort ist ein Schlüssel. Wenn du die Tür öffnest, folge ich dir nach draußen. Oh Gott im Himmel! Diesen Dreckhaufen hier raus! Du bezahlst für deine Taten, Schänder! Genug. Lass ihn sprechen und sich erklären. Ich liebte Heming. Wirklich. Ich will nur, dass er frei ins Königreich Gottes fliegen kann. Also tränkst du seinen Körper mit deiner Fäulnisbrühe? Was, das heilige Wasser der Christen? Natürlich. Ich weihte ihn im Namen des Herrn. Zwinge nie einem toten Nordmann deine christlichen Mysterien auf. Aber ich wollte... Wie sind deine Nachbarn? Achte sie. Lerne ihre Lebensweise kennen. Dann wirst du bis ins hohe Alter atmen können. Oh nein! Bitteschön. Jetzt bist du als einer von uns geweiht. Jetzt scheint es schon wieder geordneter zuzugehen. Geh dich mal zurück, wie es scheint. Ich habe die Gäste beruhigt, so gut es in ihrem Kummer ging. Sie trauern. Das ist zu erwarten. Trotzdem danke. Und wie fühlst du dich, alter Freund? Meine Trauer sitzt wohl tiefer als bei den meisten. Heming wäre stolz darauf, was du hier erreicht hast. Auf alles, was du für ihn getan hast. Hoffentlich. Der Schmerz wird vergehen, Tryggvi. Mit der Zeit. Ja, das stimmt. Morgen ist...